Ah, da ist Jason. Schauen Sie nur, wie verwegen er blickt. Sämtliche Augen wandten sich zum Eingang des Salons. Der junge Herzfeld schaute nicht verwegener als sonst. Im Gegenteil, blickte er mürrisch. Er hatte heute nicht einmal seinen Bunker besucht. Neben ihm stand Schulze, der ihn abgeholt hatte und nun erwartete, die Frau Präsidentin ritze ihr Häkchen in sein Fahrtenbuch. Er hielt ihr diskret den Handscanner hin. Sie ignorierte das, nahm Jason bei der Schulter und zog ihn in den Kreis ihrer Schranzen hinweg. Schulzes Auftragsbuchführung fand sie absurd. Tatsächlich verlangte von ihm auch niemand Rechenschaft. Er berichtete rein für sich selbst, und zwar minutiös nach Minuten. Ließ sich eine Arbeit nicht rekonstruieren, konnte ihn das Stunden innerer Unruhe kosten. Dann stand er vom Schlafengehen, wie jetzt, ja, er schlief, am Fenster und presste den vergangenen Tag, drehte ihn wie den Mond auf die andere, womöglich entsetzliche Seite. Was er nicht sah, war unablässig Bedrohung. Vielleicht hatte er sich deshalb Ungefuger verschrieben. Der Unsterbliche machte mit dem zweideutigen Schluss. Seine Feldzüge waren von Anfang an im Namen der Vernunft geführt. Dass dafür Opfer zu bringen waren, schien Schulze ausgemacht zu sein. Ausgemacht und bei so viel Gefühligkeit auch nötig. Allein die Berge Liebeslieder. Unter ihm fabrizierte man neue. Schulze schüttelte nicht einmal den Kopf, so sehr verachtete er das. Da hatte die Menschheit Jahrhunderte um guten Leuchtstoff gerungen, hatte die Glühlampe erfunden, schon Halogen, schließlich den indirekten Haferschein, nur um doch wieder Kerzen auf den Tisch zu stellen. Unfassbar, die auch noch tropften, bei Windzug jedenfalls. Die Putzholomorphen bekamen zu Schaben. Er öffnete das Fenster, seine Wohnung lag direkt über dem Seancesaal, dem kleinsten, intimen, wie Frau Ungefugger sagte, der Hammerschmidt-Säle. In den größeren, für politische Empfängen ausgerichtet, hätte man sich verloren. Es kamen kaum mehr als je 20 Leute zusammen, gelangweilte, unsterblichen Gattinnen mit holomorphen Fingernägeln und den Gesichtern 15-jähriger Greise. Zwei Professoren, die, um sich zu kämmen, nachgestellte Reflexivpronomen verwandten. Außerdem eine Redakteurin, deren Befähigung vor allem darin bestand, ihre Gegenstände auf die rechte Moral abzuklopfen. Nachts unanierte sie mit einem Dildo, auf den ihr Katechismus gedruckt war. Und eben völlig fremd der junge Herzfeld, schon sein Vater hatte in Gruppen immer einen statuarischen, sogar linkischen Eindruck gemacht. Davon war in seinem Sohn ein klarer Ernst erhalten geblieben, etwas Feierliches, das Dinge und Menschen nur unbeliebig nahm. Das stieß in Pontalier auf Grund, den es deshalb, nur bei Frau Ungefugger nicht, verlor. Die dümmste von allen kam dem jungen Herzfeld als deren Allertiefste vor. Ihr Törichtes wiederholte auf weibliche, also grausame Weise, den Parzival. Nur deshalb gab der Junge, ohne dass er davon wusste, eine Kundrie, die Medea verführte, ihre Drachenzähne zu säen. Was sie dann tat gegen den Westen, gegen das Westliche, muss man schreiben. Das geschah unbewusst, war absichts, also ackerlos. Sie säte wie in nichts. Auch sie war eine Leinwand der Allegorie. In dem Jason und durch ihn Borkenbrot in ihr wirkten, wirkte Thetis. Ob das wohl echt ist, zum Beispiel mochte sie fragen. Da stand sie vor einem Mikrofon und sammelte Geld für die Tsunami-Opfer. Oder sie schnitt das grüne Plasteband der Hoffnung vor einer neuen Kita durch und mit den Zipfeln schwebten die Zähne zu Boden. Ist dieses echt? Der Präsident hasste das. Keiner begriff schon gar nicht, merkte sie selbst, was ihre Fragen nicht nur auf den Seancen auslösten, sondern auch bei repräsentativen Anlässen in Gang setzten. Ihre Drachenzähne waren der Zweifel. Ob das wohl echt ist? Lachte schon über sich, wie es schien, oder über die Simulation, sodass auch andere lachten. Manchmal lachte ein Saal. Sie hielt eine Achtelminute lang ihrem Mann den Salzstreuer vor die Augen. Auch in der Tochter gingen diese Drachenzähne auf. Zwar Michaela Gabriela Ungefugger, sofern sie dabei war, empfand die Fragerei ihrer Mutter als genauso peinlich wie ihr Vater. Aber sie legte nicht das Ennui des Präsidenten an den Tag, in ziemlich allem sonstigen Vorbild, sondern wurde aggressiv, war sowieso mit jetzt fast 22 Jahren eine ziemliche Zicke geworden. Ob das wohl echt ist, fragte die Präsidentengattin und ihre Tochter zischte, Mama, reiß dich mal zusammen. Vor der ganzen Gesellschaft. Präsident Ungefugger räusperte sich. Schauen Sie nur, wie verwegen sie blickt,
Gerade in ihrer unsensiblen Blindheit hatte die Präsidentengattin etwas erfasst. Des jungen Herzfelds mürrischer Ausdruck sollte ein Leuchten verbergen, das er nicht teilen wollte, jedenfalls nicht mit den Schranzen. Er hatte Kalle Willis gesehen, von dem sich, wir erzählten es schon, die Ida Meyer zusammen mit Kumani nach Kehl hatte fahren lassen, um ihn ihrem heimlichen Sohn als einen neuen Bruder vorzustellen. Jedenfalls war das der Grund, den sie vorgab. Tatsächlich gab es einen anderen, nämlich die Geschenke für die Präsidentin. Sie legte einen seltsamen, nachdrücklichen Wert darauf, dass Jason in Pontarlier nicht mit leeren Händen erschien. Sie saßen bei Jason im Zimmer, der schaute stumm aus dem Fenster, er mochte Kumani nicht, hatte fast einen Ekel, das war auch so zu erwarten gewesen. Ein Holomorpher, Jason fasste es nicht. Unten vom Schwanen ging Willis, der sich langweilte, einmal und sein Taxi. Dietrich von Bern, Hagen, Hector von Tronja. »Wer ist das, Elli?« fragte er seine vermeintliche Schwester. »Wen meinst du, euren Fahrer?« Sie stand auf, ging zu ihm, schaute ebenfalls hinab. »Das ist Kalle, der ist okay.« Der sensible Kumani blieb bedrückt auf der billigen Kordcouch sitzen. Er fühlte sich in Jason gut ein, ging es ihm doch mit Holomorphen genauso, jedenfalls mit weiblichen. Der Konflikt hatte etwas Tragisches, es ließ sich nicht ändern, deshalb war Kumani so stumm. Der junge Herzfeld aber begann seine Liste. Konkret, da waren die drei schon längst wieder weg. Es blieb auch nur kurze Zeit bei diesen drei ersten Namen. Bruce, Kalle, Kühne. Waldschulze klingelte. Jason setzte seinen mürrischsten Blick auf, dann öffnete er. Zwei, drei Sätze wurden gewechselt. Schulze blieb stehen in der Tür, als Jason den Riemen seiner Mappe schulterte, in die er den Schlüsselbund warf und schnell noch eines der Geschenke für die Präsidentin aus dem Kasten nahm, indem er sie verwahrte. Jenes, das von der uneingestandenen Mutter neu hergebracht worden war, vergaß er ganz auf dem Tisch, zog schon die Tür in das Schloss. Sie nahmen wie immer Schulzes Dienstfahrzeug, einen für Pontarlier recht schlichten Gleiter Peugeot I-230. Man kam ohne jede Kontrolle hinüber, Schulze war wie ein Urtext bekannt. Einen Moment lang also scheute sich Frau Ungefugger, dem jungen Mann die Hand zu geben, so sehr ging das Leuchten, ging etwas von ihm aus. Da sie aber nie genau hinschauen durfte, der Sohn ist das nicht, der Vater, ließ endlich auch sie sich täuschen. Nun mach nicht ein solches Gesicht, oder geht es dir schlecht? Ah, was hast du da mitgebracht? Zu den anderen Gästen. So schauen Sie einmal, hob den handgroßen Buddha. Wie ist das fette Ding niedlich? Rieb sich das Lächeln der Politikergattin über das Kinn, schließlich stellte sie das Kitzschildchen auf das Klavier und führte den Jungen ihn an der Schulter fassend in seine Ecke, wo der Skizzenblock bereit lag, auch Kreiden und Kohle waren auf den Servierbeu gelegt. Man liebte doch Jasons Porträts, er war fingerfertig flink, so übrigens kann man Geld. Er brauchte nicht mehr als ein paar Striche, die meiste Zeit allerdings skizzierte er aus dem Kopf den Palast. Die Anfahrt, die Ortschaft, verschiedene Türen, das war ein lockerer Auftrag der Schwester. Sein Gedächtnis war scharf. Wofür die Ida Meyer diese Zeichnungen brauchte, fragte er absichtsvoll nicht. Sie dienten, das war ihm ungefähr klar, einer Logistik, über die zu sprechen tabu war. Sie war überdies ganz für umsonst, denn auch der 2. 17. Juni ging schließlich verloren. Noch war indes an den nicht zu denken. Und sowieso strich der Stromer gerne durchs Gebäude wie drüben durch die Gegend der Kehler Trutz, wo er seinen Bunker gefunden hatte, 3 Wochen, bevor er Kalle Willis zu Herakles machte. Tatsächlich würde der, unabhängig von Jason, den augischen Stall der Belitzer Cyber gehen säubern. Wiederum in Pontarliers Villa Hammerschmidt war der junge Herzfeld der jungen Ungefugger begegnet. Er hatte austreten müssen, das war sein üblicher Vorwand. Er musste nichts dazu sagen, aufzustehen und unbedeutsam zu nicken genügte, des Stoffwechsels Erwähnung zu tun, wäre im Umkreis der Unsterblichen unfein gewesen. Deshalb hatte Sombart, der Architekt, die Toiletten der Villa Hammerschmidt derart verborgen, dass sich die Gäste vor Notdurft dauernd verliefen. Also fiel solch ein Stromer nicht auf. Nur Schulze stellte ihn misstrauisch in einen Seitentrakt. Doch sah mit seinen Adriansblauen Augen der junge Herzfeld derart treuherzig zurück, dass selbst aus der Maschinenseele des Faktotums jeder Argwohn wich. Junger Mann, das ist nun wirklich ein falscher Ort. Aber es ist spannend, Herr Schulze. Spannend? Ja, diese Villa ist spannend. Sehen Sie nur, was für eine Tapete. Und er stellte die Medea-Frage. Ob die wohl echt ist? Schulze gab keine Antwort, ihm war das pure Rhetorik, zu hüpfend albern obendrein. Dazu der Vergissmeinnichte-Aufmüpfblick. Also da lang, junger Mann. Sein Kopfnick rief den zivilen Wachschutz vom Eck, ein bisschen auf den Stromer zu achten. Ungelenk wankte der Mann heran, einen kybernetischen Bulldog an der Leine.
Nicht nötig, so davonfedernd Jason. Er hielt sich rechts, gelangte an die Scheibenfront zum Garten. Der Gang lief zwischen ihr und den Büroräumen fast 20 Meter entlang und wischte durch eine aufgeschobene Glastür. In Pontarlier herrscht immer Frühling, aber einer, der Rosen blühen lässt. Printemps sans plaie und Season Patchwork. Wie eine künstliche Blume saß die Junge ungefugger zwischen Läubchen und Bänkchen und zickte auf einem Gameboy herum. Sie zischte durch die Zähne, wenn etwas nicht gelang. Bisweilen fluchte sie gepresst, ihr ganzer Körper vibrierte. »Funktioniert's nicht?« »Lass mich in Ruhe.« Sie sah nicht einmal auf, dachte Gottchen, was für ein Knabe. In der Tat war ja Jason um einiges jünger als sie. Aber erwiderte wie ein alter, »Ui, eine schlecht gelaunte Uschi, da stehe ich aber drauf.« »Hau ab!« Den Blick weiter am Bioniklin Superjung. »Nö.« Er setzte sich neben sie ins Gras. »Zieh Leine oder ich rufe meinen Personenschutz.« »Einen Personenschutz hast du, bist echt wichtig, Schwester.« Irritiert sah sie ein hübsches, blondes Hitlermädchen zur Seite. Er lächelte. »Sowas braucht keinen BH.« »Was«, fragte sie, »machst du hier?« »Ich zeichne«, sagte er. Er hob seinen Skizzenblock. »Hier zeichnest du? Ist jedenfalls besser als Gameboy zu spielen. Warte.« Er öffnete den Block, nahm einen Stift und ritzte ein paar Striche auf Papier, wobei er die junge Frau schräg gelegten Kopfes und die Zunge zwischen den Zähnen maß. Sie ließ sich das gefallen, reckte sich seelisch sogar ein wenig in seine Blicke hinein, aber um zu zeigen, wie wenig sie das scherte. Sie sah auch gar nicht erst hin und ganz besonders nicht auf Jasons sehnige an Papier und Stift emsende Hände, über deren führenden Knochen sich die braune Ostlerhaut spannte. Die zuckende Anatomie dieser Grate kommentierte den Strich, der Michaelas Porträt erstehen ließ. Das verursachte den Eindruck intensiver Sensibilität. Möglicherweise verliebten sich die Frauen vor allem deshalb in den Jungen. Nicht aber eben Michaela Gabriela. Sie ließ sich mit sowas nicht fangen, schon gar nicht von einem so viel Jüngeren. Der war ja noch ein Kind. So schaute sie Jason bloß in die Augen, der das in den Fingerspitzen spürte. Sie wurden müde davon, wurden wie stumpf, die Strichführung unversehens, ungelenk, was ihn wurmte. Sein Rücken fing zu jucken an, anfangs genau zwischen den Schulterblättern. Das hörte nicht mehr auf, strahlte noch aus, in die Schultern und bis zu den Lenden hinunter. »Ich bin nicht gut heute«, sagte er. Er riss das Blatt aus dem Heft, zerknüllte es und steckte es in die Hosentasche. Dabei vermied er der jungen Frau in die Augen, zurückzublicken. Seine Fingerspitzen starr, sie schienen anzulaufen und kribbelten leicht. »Du hast keine Ahnung, wer ich bin«, sagte sie. »Du bist so schön, da ist mir das Schnuppe«, sagte er. »Das ist vielleicht ein arschiger Satz«, sagte sie. »Weil es die Wahrheit ist? Bist noch ein bisschen grün für sowas. Für Frauen? Du bist überheblich. Wer hat dir das beigebracht? Sind schon alle Knaben aus dem Osten Machos? Ist es machistisch, die Wahrheit zu sagen, wenn sie ein Kompliment ist?« »Ich weiß, dass ich schön bin«, sagte sie. »Ich setze meine Schönheit voraus. Ansonsten interessiert sie mich nicht. Mit deiner Wortdreherei kannst du dich woanders spreizen. Und jetzt mach die Fliege.« Er legte den Kopf schief, sah sie nun doch wieder an. Welch ein perfektes Geschöpf, zu perfekt vielleicht. Ihre Erscheinung erinnerte an ein Design. Trotzdem war sich Jason sicher, dass sie echt geboren war, in Schmerzen, Blut, Geschrei. Er fühlte den Abscheu nicht, der ihn bei synthetisch belebter Künstlichkeit unausbleiblich überkam. Dennoch wirkte die junge Dame stoffwechsellos. Vielleicht war sie nicht in Wollust empfangen worden, dachte er. Vielleicht lag es daran, dass sie pipettiert worden war. »Ich habe überlegt«, sagte er, »ob du künstlich bist.« »Du hast was?« »Du benimmst dich wie eine Holomorphe«, sagte er. Da lachte sie aber was auf. »Ich werde Macht haben«, sagte sie. »Du hast keine Ahnung.« »Macht«, fragte er. »Sieh dich um«, sagte sie. »Ich werde gestalten.« »Wir gestalten alle«, sagte er. »Sowieso.« »Unbewusst, das ist eklig. Ich werde gewiss nicht bloß, aber sie sagte nicht, wie du, daherleben.« »Du hast«, sagte er da, »Leidenschaft.« »Bitte?« Ihre Augen spritzten Hagel. Was Eis beim Vater war, war in ihr in tausende Splitter zerschlagen, die sausten spitze Pfeilchen umher. »Ich sagte, du hast Leidenschaft. Ich bin klar, werd erstmal erwachsen.« »Du hast was gegen Leidenschaft? Bin ich ein Tier?«, fragte sie. »Das verstehe ich nicht. Tiere kennen keine Leidenschaft. Sie haben Instinkte.« »Tiere sind brünftig«, sagte sie. »Sie folgen ihrem Programm.« »Wie Holomorphe? Die sind immerhin sauber«, sagte sie. »Sauber? Gerichtet«, sagte sie. »Und sentimental, hygienisch.« »Ich kenne da«, erzählte er, »wo ich wohne, einen freistehenden Bunker, gesprengt vor Ewigkeiten, aber oben noch, wenn auch schief, die Kuppel, den zeige ich dir mal.« »Wie furchtbar«, sagte sie. Er erzählte, »am Himmel, in ihr, wie im Rund der Kuppel eingeschlossen, ja sehr klein, gleiten Bussarde, wenn ich auf dem Rücken liege und hochsehe. Und manchmal ein Zeppelin. Man muss nur die Augen schließen, um ihn wahrzunehmen.« »Ich schließe«, sagte Michaela Anna Gabriela Ungefugger, »nie die Augen.«
Und wenn du schläfst, das ist was anderes, aber ich träume nicht gern. Ich will mich nicht unterwerfen, nur weil mein blöder Körper mich zwingt. Du isst auch, sagte er. Es gibt Pillen, sagte sie. Die junge Ungefugger war rund 5, fast 6 Jahre älter als Jason. Es war dennoch ein Gespräch pubertierender und deshalb ungewöhnlich, nicht wegen der Themen an sich. Ich erinnere mich an eine Aufschrift, sagte Jason auf einem der Zeppeline. Ah, spottete Gabriela, es gibt gleich mehrere. 4, antwortete Jason, der ernst blieb, manchmal nur 3, dann aber alle zugleich. Ich habe ihr tiefes, fernes Motorenbrummen gehört. Er hielt einen Moment inne, sah versonnen auf sein Skizzenheft, fügte hinzu, schade, dass man Geräusche nicht zeichnen kann. Spinner, sagte sie. Irgendetwas mit einem guten Ja, ich fühle den Schriftzug, aber nur krieg ihn nicht zusammen vor meinen Augen. Mit was du dich beschäftigst, wo gehst du zur Schule? Ich bin auf der Kunstschule Straßburg. Wieso? Erstaunt sah sie ihn an, man konnte ihren Blick fast konsterniert nennen, es war eine Spur Abscheu darin, sie rückte auch körperlich fort, als wollte sie sich nicht infizieren, und du, fragte Jason, hätte nur deinen Rücken nicht so gejuckt. Ich bin in Belfort, Lycée-Devant. Sie schwiegen einen Moment, Gabrielas Augenbrauen zogen sich zusammen, das ist ein College, sagte sie dann, um ihre Reife zu betonen. Das schien aber keinen Eindruck zu machen. Du bist aus dem Zentrum, fragte sie nach. Er, ich wohne in Kehl. Dann aber seine Augenbrauen blieben zusammen. Ich will Berührungen. Er streckte eine Hand aus, vor der das Mädchen zurückwich. Was hält dir ein? Nun hab dich nicht so, wollt doch nur deinen Arm. Das ist widerlich, sagte sie. Sie stand sogar auf. Was bist du, Untermensch? Weil ich dich anfassen möchte? Niemand, der auf sich hält, fasst einen anderen an. Das ist doch das Erste, was man lernt. Wo lernt man das? Berührungen, sagte sie, sind Vergewaltigung. Nur hör auf! Ist dir klar, wie viel allein an Mikroben? Sie verstockte dann schon klar, Verzeihung, du bist halt wirklich aus dem Osten. Wie kommst du darauf? Der Osten ist woanders. Alles jenseits des Rheins ist, sagte sie und überlegte fliegend, dann fiel ihr ein, Mongolei. Das kam derart komisch aus ihrem Mund, dass er auflachen musste. Mongolei, es reicht, was mein Vater erzählt. Dein Vater? Ah, rief sie plötzlich, denn sie hatte vor ihm kapiert. Du bist dieser Liebhaber meiner Mutter. Was bin ich? Es wurde immer abstruser. Na, Mamas Geliebter, die hat doch so einen kleinen Jungen. Nein, nein, ich habe nichts dagegen, sie ist halt primitiv. Auch er begriff jetzt. Deine Mutter, wenn es die ist, die ich glaube, lass uns nicht drum rumreden. Du bist die ungefugger Tochter, sagte er. Und du bist der Maleridiot meiner Mutter. Da mussten beide lachen. Doch Michaela fing sich schnell, zu schnell, fand Jason. Ich muss mal wieder, sagte sie. Ach, schade, wirklich schade, dass du so viel Angst hast, sagte er. Was hab ich? Jason fasste erneut ihren Arm, sie zerrte. Was soll das? Wie sie ihn auf dem Rücken juckte. Er beherrschte sich nicht zu kratzen. Bleib noch, ich denke nicht mal dran. So viel Angst vor der Erde, fragte er. Ich und Angst, schnob sie, hatte sich losgerissen, blieb aber sich noch einmal umdrehend stehen, als wollte sie etwas weiteres sagen, schluckte es weg, spielte an ihrer Halskette und ging endlich wirklich, verschwand aus seinen Blicken, nicht allerdings aus seiner Gegenwart. Wieder im Haus gab sie 2 Wachschützern den Wink. Bringen Sie das Kind da draußen zu meiner Mutter, es hat hier nichts zu suchen, und verpassen Sie ihm, wenn sich das machen lässt, einen kleinen Denkzettel, bitte. Wie bezaubernd sie lächelte. So etwas verstanden die Männer und lächelten auch. Ich kann sie, sagte sie, sicher öfter einmal brauchen. Damit zog sie einen 100-Euro-Schein heraus und reichte ihn dem älteren der beiden Männer für ihre Unannehmlichkeit. Knapp eine halbe Stunde später nachher wurde der junge Herzfeld mit einem angeschwollenen blauen Auge in die Seance zurückgeführt. Links und rechts die Männer am Arm. Wenigstens hatte sich der Juckreiz beruhigt. Carola Ungefugger wallte fuchtelnd, die ganze Frau ein einziges Huch. Um Gottes Willen, was ist geschehen? Er ist gestürzt, der Wachschützer grinste. Zu Jason in die Seite stoßen, nicht wahr? Erzähl der Frau Präsidentin, wo du gestürzt bist. Goodyear, dachte Jason. Goodyear, das hat auf dem Zeppelin gestanden. Im Flur, ich hatte mich verirrt, Frau Ungefugger, und wären nicht diese beiden Herren gekommen, ich wäre, er lachte, seine Nasenflügel bebten, sodass man ihnen links etwas Blutschorf sah. Verhungert, Frau Präsidentin, glauben Sie mir. Meine Güte, und dein Skizzenblock, der ist auch gefallen? Der sah ein bisschen geschändet aus. Ich war im Garten, wo mir verstummte, er wurde sogar rot. Holte verlegen das zerknüllte Blatt aus der Hosentasche, glättete es auf dem Block. Da erkannte Carola Ungefugger das Motiv, erkannte die Tochter in der Szene. Du hast Micha, wollte sie fragen, getroffen? Aber das Weib in ihr versagte sich das, denn es begriff, darüber denke ich besser nicht nach. Dennoch war sie unversehens mit Jasons blauem Auge versöhnt.